Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Jetzt, wo Daytop vorbei war, war ja das so, dass ich natürlich nicht sofort rückfällig geworden bin. Der erste Tag in der neuen Wohnung, es war Winter, war halt so, ich hatte eine Matratze auf dem Boden liegen, ich hatte zwei Tassen, ein Glas, ich hatte was zu trinken, was zum Essen und Licht hatte ich auch. Das war's. Es war niemand mehr da, mit dem ich hätte reden können. Ich konnte nicht einfach nur eine Treppe runtergehen und sagen, hi, wie geht's? Ja, es war komisch. Ich konnte auch nicht richtig einschlafen. Ja. Obwohl das da sehr leise war, wo ich war. Siefeld-Techendorf da bei Herrsching, in der Nähe von München ist das zwar am Ammersee, falls mir einer googeln will oder so. Da war es dann tatsächlich so, ich habe den Kühlschrank gehört von meinem Nachbarn, von Frank. Frank war Ex-Team so von Daytop. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich dem so Nachbar werden werde. Jetzt war das so, ich hatte diese Wohnung gemietet mit Kabelfernsehen eigentlich, aber und ich später dann festgestellt habe, nach ein paar Wochen, als ich dann endlich so einen kleinen Fernseher gehabt habe, nichts da, niente. Jetzt habe ich Licht gehabt, eine Matratze, einen Fernseher, der Bayerischen Rundfunk empfängt, ARD, ZDF und ORF 1 und 2, aber nur mit Schnee. Tja, dann sitzt er da drin mit dem Fernseher. An der Decke runterhängend eine Lampe, eine Birne. Weiß nichts mit mir anzufangen. Gell. Hab halt noch so Bücher gehabt von The Doors. Ich habe ganz gerne Jim Morrison seine Gedichte gelesen und seine Musik gehört. Und das fand ich sehr inspirierend, diese Musik und die Umgebung da draußen und die Leute, die dafür gelebt haben, die ein bisschen jünger waren als ich meistens. Die waren alle so auf Hippie so drauf und ich fand das halt total cool. Dann war ganz witzig die Zeit. Ja, ich war halt meistens besoffen und auf Diazepam, weil halt in meiner Bewährungsauflage gestanden ist. Ich darf nicht kiffen, ich darf keine illegalen Substanzen, nur Dinge, die mir verschrieben worden sind vom Arzt. Und ja, Diazepam habe ich mir halt verschreiben lassen können. Und Lumitorazepam auch. Dementsprechend durch die Malbrille was in die Gegend laufen. Ja. Echt voll peinlich eigentlich. Aber naja, mein Gott, der Turn war nicht schlecht damals. Ich fand das schon irgendwo auch witzig. Gell. Und ja, ich bin da reingerutscht, ohne dass ich das eigentlich wirklich wieder wollte. Aber irgendwie gibt da eins das andere. Also ich komme da raus aus dieser Therapie, dann fühle ich mich einsam erst einmal eine Zeit lang. Dann habe ich zwar Kontakt zu den Leuten dort, aber dann habe ich ja schon mal erwähnt, habe ich von einem Ex-User erfahren, dass fast alle kiffen und das heimlich machen und dass ja, viele sind halt gerade schon wieder draufgekommen von denen, mit denen ich da Therapie gemacht habe und das hat mich halt dann geflasht. Sofort und dann war ich halt irgendwo alleine und konnte nicht zu einem Therapeuten gehen und mit dem reden. Das waren halt Sachen, mit denen bist du da drin nicht konfrontiert gewesen. Das ist ja eine Käseglocke gewesen, weißt schon? Und da ja eigentlich das Cannabis für mich sowieso kein Thema war, dachte ich mir, hey, Alter, dann kiffst halt auch mal wieder. Das Dumme ist halt bloß, Michaela hat sofort gemerkt und die waren auch drin. Und so wie sie so zu dem Zeitpunkt gerade drauf war, so in die Gehirn gewaschen, hat sie es natürlich aufgemacht. Ja, der Ernst kifft. Super, Kontaktsperre zum Haus und das war es dann gleich. Wie sie das gemerkt hat, dass ich kifft habe. Sie hat gemeint, sie schmeckt es. Aber nicht den Mund. Der Sperma schmeckt wohl anders, wenn man Drogen nimmt. So. Und da hat sie es sofort gemerkt. Sie sagt, hey, meinst du, ich weiß nicht, wie der Unterschied ist. Und es reichert sich wohl an, da irgendein Geschmack. Also nussig, nicht nussig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schmeckt man es.
Keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert. Aber das Ding ist, da war halt dann gleich die Kontaktsperre da und ich habe halt gleich, oh, ich Versager und habe gesoffen wie ein Blöder, habe mein Whisky reingehauen, wie doof. Kurzzeitig habe ich dann wieder das sein lassen. Das war immer auf und ab, die ganze Zeit war es ein Auf und Ab. Und dann kam halt ein Kleiner raus und dann waren wir auch wieder zusammen. Dann hat es noch nicht lange gedauert, dann waren wir wieder drauf. Auslöser war in dem Fall sie, weil sie wollte halt wieder und wir konnten überhaupt nicht Nein sagen. Ich bin ja da Hinterherrenner gewesen und habe ja kommt wieder mit so einem Hündchen in Arbeit mehr gesagt. Ich wollte es auch. Man entscheidet sich ja immer selber. Sie hat mir vor die Wahl gestellt, entweder kommst du mit oder nicht. Du musst nicht mitkommen, alles gut. Ich bin ja nicht böse, wenn nicht. Ja, klar bin ich mitgegangen, weil ich es halt auch wollte. Ich hab's geraucht auf der Folie und sie hat's gespritzt. Und ja, wir waren halt beide dicht, aber jetzt wird gemerkt, dass sie dichter ist als ich von der Menge, weil sie halt viel mehr davon gehabt hat. Ja. Als ich dann wieder den Film gefahren habe, hey, ich muss wieder auf Therapie gehen, ich glaube, ich will wieder aufhören oder zumindest einen Drogenberater oder so, da hat Michaela dann angefangen zu bremsen. Ja. Dann haben wir zufällig jemanden getroffen an der Gieseler Straße, den sie von früher her kannte. Dann waren sie sich dem plötzlich hingezogen. Dann habe ich am Schluss noch so richtig verletzt. Hat mir richtig wehgetan, was ich da gemacht habe. Am Anfang war es richtig cool. Dann waren wir auseinander. Und dann waren wir beide wieder nicht mehr drauf, und dann waren wir wieder zusammen, und dann waren wir wieder auseinander, und dann waren wir wieder drauf. Und das war Hickhack. Bis halt dann dieses eine passiert ist, und das hat mich dann, da war es dann vorbei. Da habe ich sie dann lange Zeit nicht mehr gesehen, und ich habe eine neue Freundin dann gefunden. Das war die Tina, von der habe ich euch auch schon erzählt, die das dann ausgenutzt hat, dass ich gerade eine schwache Phase hatte. Mit mir dann zu Trainspotting gegangen ist. Das Video zu Trainspotting mit meinem Rückfall habe ich euch schon gehört. Ja, könnt ihr euch anschauen. Auf jeden Fall war das halt da echt eine harte Zeit für mich, weil ich gerade versucht habe, mit der Umgebung klar zu kommen, klar zu werden. Die Medikamente, die ich da verschrieben habe, bekommen, die haben mich total verwirrt und habe mich halt auch zu Unfug angestiftet. Und der kürzeste Gedankengang für mich war meistens, ja, wenn ich Heroinkontrolle angedroht krieg, hey, dann entgifte ich halt schnell Heroin, nach 3 Tagen ist raus. So eine Gedanken habe ich gehabt, weißt du? Ich habe Hasch verkauft dann, am Anfang Hasch zu verkaufen, oder? Aber nicht in Zeferl-Techendorf, wie das, was mir da eigentlich vorgeworfen worden ist, wo ich ja verurteilt worden bin, diese 3 Jahre da. Oder 4, was ich zuerst gefangen habe, hey, das ist ja verrückte Richter. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich gar nicht da draußen verkauft. Das waren gar nicht meine Großen, meine Kundschaft. Meine Kundschaft sitzt in Neuperlach, oder saß in Neuperlach. Und auch damals hat mein Kunde oder meine Kundschaft in Neuperlach gesessen. Ich habe es da hingebracht, ich habe selber da draußen gewohnt, in Seefeld-Hechendorf, aber verkauft habe ich es in Neuperlach. So. Jetzt ist es raus. Das habe ich niemals zugegeben, das war nie Bestandteil von einer Verhandlung, aber weil es verjährt ist, erzähle ich es halt jetzt einfach mal, dass das halt so war und nicht, wie das mir vorgeworfen worden ist. Dass ich mir da ein Netzwerk aufgebaut hätte, ein Hersching oder ein Seefeld-Hechendorf da drauf. Das sind ganz andere Leute gewesen, die da normalerweise ihre Geschäfte gemacht haben. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe meins aus Gröbenzell bekommen. Das ist so eine 3-Staaten-Nummer gewesen. Gröbenzell hat es mir geliefert und ich war in Seefeld-Hechendorf und habe es verkauft in Neuperlach. Das heißt, das eine ist Münchner Landkreis, das eine ist der Starnberger Landkreis und das andere ist Fürstenfeldbruck. Abgegeben worden ist es nach Fürstenfeldbruck, die ganze Nummer. Ja, aber dann ist es halt so gewesen, irgendwann einmal dachte mir, hey, so kann es nicht weitergehen, ja. So, bist du wieder so abhängig, bist du wieder so drauf und jetzt hast du schon Spritzen auch noch angefangen her und das ist alles nicht so. Und die Tina,
ist so rasend schnell von Codein über einmal Blech, zweimal Blech, gleich in Spritze. Es ging so schnell bei dir. Und ich dachte mir, hey, ich bin da draußen so fehl am Platz. Ich komme so gut mit den Leuten klar. Ich habe es super verstanden mit so vielen da draußen. Hey, das war echt der Wahnsinn. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand wegen mir draufkommt. Da war mal der Hakan bei mir. Wir haben nichts zum Kiffen gehabt. Er auch nicht. Hakan war der, der von mir das Zeug gekriegt hat. Und nicht er noch. Aber ich habe Schore gehabt. Und Tina und ich haben uns halt, ja, was geben. Und dann fragt er mich halt, ob ich immer Blech gebe. Und ich, Alter, sei mal nicht böse, aber eines Tages wirst du froh sein, dass ich es dir nicht gebe. Das Zeug ist ultra gut. Wenn ich da jetzt da was gebe, bist du süchtig. Hundertprozentig, das macht dich abhängig, weil es so geil ist. Und du hast hundertprozentig gute Connections. Lass es sein, besser ist es. Wochen später war er mal dankbar dafür. Ich sage, hey, Ernst, danke, dass du so reagiert hast. Das vergisst immer nicht. Irgendwann hat man dann doch vergessen, wahrscheinlich, weil ist auch kein Kontakt mehr da. Dem geht's auch gut. Weißt du, hat nicht geschadet, dass der, glaube ich, minderjährig war, als er das Kiffen angefangen hat in der Perlach. Aber wenn man halt, es ist schon ein Problem, halt, wenn du da wirklich alles kriegen kannst und überall wohnen, in jedem Hausgang, weißt du, oder in jedem zweiten Hausgang, weißt du, mindestens einen, der was besorgen kann oder selber was hat. Das ist so einfach dann, weißt du. München wäre für mich wahrscheinlich der Tod gewesen, wenn ich nach der letzten Therapie nicht gesagt hätte, ich gehe jetzt weg von Bayern, das ist unmöglich für mich. Ich bin rausgefahren, in die Stadt reingefahren, bin ein bisschen rumgegangen, spazieren gehen, in Neuperlach, und da habe ich ja den Thomas L. getroffen, mit dem ich früher Breakdance gemacht habe. In besseren Zeiten haben wir Breakdance gemacht, und als ich ihn getroffen habe, war er gerade drauf und hat noch 3 Mark. Ja, 3 Mark, damals war es noch Mark gebraucht, damit er sich ein Packen kaufen kann. Da habe ich ihm einen Fuffi geschenkt. Mir ging es gerade so richtig gut, ich habe ein bisschen Geld gehabt und ja, schenke da. Muss mir nicht überfallen, dachte ich mir dabei, weil er ist ein brutaler gewesen. Und er hatte einfach eine Zugschlange auf uns, ist, um was zu kriegen. Ja, übermäßig. Einer hat gesagt, ja, da kommt und da hast du mir verführt. Der hat fast geweint, weil er das nicht glauben hat können, dass ich 2 Packen kaufe. Wie geil ist das denn? Dieser Bruder, der war jünger als wir, der hat halt gemeint, ja, niemand wird sich jemals wehren, wenn man Leute abzieht, weil er kannte das, kleine Leute ein bisschen abziehen, da ist schon Profi hier, 10er da, Leute abziehen. Und irgendwann hat er die Falschen abzockt. Die sind aus dem Auto raus, haben geparkt auf dem Boden und da richtig auf ihn eingedroschen, dass sein Gesicht nur noch Moos war. Die mussten sie rekonstruieren. Der hat danach anders ausgeschaut als vorher. Das ist echt krass gewesen mit dem Baseballschläger und so. So richtig die Fresse, dass es Moos war. Weil er sie abgezockt hat für, weiß ich nicht, 150 Gramm Koks oder so. Ja, das ist halt dann ganz andere Hausnummer, wenn man mit solchen Leuten so Spielchen meint, dass man abziehen muss. Das ist dann anders, als wie wenn einer, weiß ich nicht, der Gras verkauft. Und das ist halt dann ein schäbiges Gras. Und, oder einer verkauft etwas, was ein bisschen überteuert ist, aber immer noch das ist, was du wirklich bezahlt hast. Also, was gar nicht geht, ist gestrecktes Gras. Irgendwie so mit diesen neumodischen chemischen Verbindungen, die turnen wie THC und das sprühen sie dann über CBD-Gras drüber, das 1A ausschaut und auch 1A riecht. Das kannst du das noch nicht mal mehr unterscheiden, Alter. Ich habe so ein CBD-Gras auf der letzten Mary Jane geschnuppert. Ich habe mir nichts gekauft, weil das einfach zu überteuert ist. Ja, das hat ausgeschaut, das waren Foxtails. Und hat richtig gut gerochen, einen richtig intensiven Cannabis-Geruch, den man kennt. Und 1A, bloß halt ohne THC, Blindgänger. Das ist was für Leute, die aufhören wollen mit dem Kiffen, top, weißt du. Aber ganz sicher nicht. Oder für zwischendrin, wenn man den Geschmack will und gar nicht stoned werden will, sondern nur den Geschmack davon haben möchte. Auch top.
Ja, Leute, ich komme schon wieder von A nach B, irgendwie verliere ich schon wieder voll den Faden, weil ich gerade vorher mediziniert habe. Aber ich denke mir, der Grund war tatsächlich, dass mir das alles zu viel geworden ist mit den ganzen Tabletten, Kolinsaft, Heroin hin und her und tralala, dass ich den Entschluss gefasst habe, damals mit der Tina zusammen, wenn wir beide drauf waren, wir sahen auch aus wie tot sahen wir aus, da haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt auf Therapie. Es war das so, dass ich gesagt habe, ich gehe auf gar keinen Fall nochmal zu Daytop. Ich habe keinen Bock mehr auf diese gestörten Regeln. Ich möchte, wenn, dass wir dann zu einer Therapie gehen, die keine Regeln haben. Und dann haben wir uns ausgewählt. Friedberg.